und einen prächtigen, wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch. Oder auch Nachmittag, je nachdem, wie spät es bei euch ist. Ich nehme tagsüber auf, möchte ich nur mal anmerken, ja. Es haben vielleicht ein paar gemerkt in meinen letzten Videos. Ich will nicht angeben. Schlafrhythmus ist immer noch im Eimer. Ich schlafe meistens bis 14 Uhr durch. Aber ich nehme jetzt vormittags auf. Beziehungsweise die letzten Wochen nicht. I'm sorry, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Das war fun. Aber back. Und wir gucken uns heute eine weitere animierte Geschichte an. Und zwar, ist das Leben als hübsches Mädchen wirklich so toll? Oh, bevor ich es vergesse, wenn ihr neu hier seid und mein Gesicht zum ersten Mal erblickt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und ihr könnt einen Kommentar schreiben und ihr könnt die Möglichkeit haben, im nächsten Video Top-Kommentar zu werden. Alrighty, let's go! Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, so hübsch zu sein, dass die Leute einen tatsächlich deswegen schikanieren? Nein. Die meisten von euch denken wahrscheinlich, dass Hübschsein eine tolle Sache ist. Aber wartet nur, bis ihr meine Geschichte hört. Ja? Ich bin Jasmin und ich bin 16 Jahre alt. Hallo, und ja, Jasmin. Ich bin tatsächlich nach Prinzessin Jasmin benannt. Denn als ich geboren wurde, sagte mein Vater, ich sehe genauso aus wie sie. Oh. Selbst als ich noch klein war, war ich also von Natur aus sehr hübsch. Und je älter ich wurde, desto mehr... Aber auch Jasmin, hä? Selbst als ich geboren wurde, war ich von Natur aus sehr hübsch. Alter. Waren die Jungs hinter mir her. Aber ich war mir dessen nicht bewusst. Nur weil ich hübsch war, hieß das nicht, dass ich deswegen arrogant war. Im Gegenteil, ich war ein sehr fürsorgliches Kind. Ich habe den Leuten in meiner Klasse immer gerne geholfen und mir war es egal, wie die Leute aussahen. Ich wollte allen helfen. Einmal in der dritten Klasse stritten sich drei Jungen und ich ging hin, um ihnen zu helfen. Aber zu meinem völligen Schock kämpften sie um mich. Unsere Lehrerin beendete schließlich den Kampf und musste sie trennen. Und sie auf der Gegend... Jetzt schön, wie die Lehrerin den einen noch so zu Boden smackt. Also, get down! Überliegenden Seite des Klassenzimmers sitzen lassen, weg von mir. Ich war so schockiert. Warum sollten die Leute um mich kämpfen? Naja, als ich in der fünften Klasse war, war ich noch hübscher... Vor allem der Turn. Warum sollten die Leute um mich kämpfen? Naja, ich war schon einfach sehr hübsch und auch sehr cool. Jasmin! ...geworden. Und irgendwann gab es fünf Jungs, die um mich kämpften. Eines Tages rannten zwei dieser Jungs, Jack und Tyler, von gegenüberliegenden Seiten des Spielplatzes auf mich zu. Ich stand nur da und sah, wie sie auf mich zukamen. Jasmin, und ich geriet in Panik du wirst und sprang sterben. Schnell aus dem Weg. Renn weg. Am Ende prallten sie beide gegeneinander und fielen um. Ehrlich gesagt, war es ich. Was? Was haben sie sich davon erhofft? Wer zuerst Jasmin headbuttet, so habe ich meine Gehirnerschütterung gekriegt. Ich will es dir nur mal sagen. Nicht lustig. Ich half ihnen auf, aber innerlich lachte ich mich halbtot. Die meisten Mädchen würden es wahrscheinlich lieben, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es machte mich verrückt. Ich wollte nur, dass die Leute mich für das mochten, was ich war. Nicht, weil ich hübsch war. Und zwar extrem hübsch. Leider hast du uns noch nichts anderes über deine Persönlichkeit erzählt, Jasmin. Es tut mir leid, aber dafür bist du sehr, sehr hübsch. Obwohl ich tonnenweise Aufmerksamkeit von Jungs bekam, mochten mich die Mädchen nicht. Es gab ein Mädchen namens Mia, die mich so sehr hasste, dass sie mich sogar schikanierte. Sie versuchte immer, mir schreckliche Dinge anzutun. Wie dieses eine Mal, als sie im Sportunterricht auf mich sprang und mir den rechten Arm brach. Holy shit! Jasmin hat auch einfach kein einfaches Leben. Like, die Jungs speeden von verschiedenen Plätzen vom Fußballfeld aufeinander zu, nur um Jasmin outzunocken. Das Mädel kommt, springt über Jasmin in der Sprunggrube und bricht ihr den Arm. Like, okay? Sie hat so getan, als wäre es ein Unfall gewesen, aber ich weiß, dass sie es absichtlich getan hatte. Und natürlich benutzte ich meinen rechten Arm für alles. Also war es eine Qual. Das ist nicht untypisch. Ich habe so sehr geweint, weil ich monatelang nicht schreiben konnte. Und schreiben war meine liebste Sache auf der Welt. Und das war nicht die einzige schreckliche Begegnung mit mir. Einmal war ich mit meinem großen Bruder im Park. Und er ließ mich alleine auf der Schaukel, damit er mit seinen Freunden abhängen konnte. Verstehe. Sobald er aus der Sichtweite war, sah ich Mia auf mich zukommen. Sie sah wütend aus und ich schloss schnell meine Augen, weil ich solche Angst hatte. Ich dachte, sie würde mich schlagen, aber plötzlich hörte ich jemanden rennen. Und ich öffnete meine Augen gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, Mia wollte wie sie wirklich schlagen. Ergriff, ich habe dir den rechten Arm gebrochen, ich brächte den linken auch noch. Davon abzuhalten, mich zu schlagen. Er wollte mich beschützen, aber dann ging es zu weit. Er schlug sie so hart ins Gesicht, dass er ihr den Vorderzahn ausschlug. Sehr gewalttätig. Sie schrie und weinte, und mein Bruder packte mich einfach und brachte mich dazu, mit ihm aus dem Park zu rennen. Danach Was? Beschäftigte mich Mia nicht mehr. Ich kam auf die Mittelschule und sah sie nie wieder.
Aber mein Leben wurde nicht viel besser. In meiner neuen Schule waren die Uniformen so hässlich. Ich war nicht mehr das hübsche Mädchen, sondern ein totaler Wildfang. Ist das nicht, was du sein wolltest? Beschwerst du dich schon seit 3 Minuten und 16 Sekunden drüber, dass du einfach zu hübsch bist? Diese roten Polohemden mit Schlabberhosen tragen. Ehrlich gesagt, war das kein guter Look für mich. Sicher, ich war froh, nicht mehr das Mädchen zu sein, um das ich die umstritten. Aber ich mochte es nicht, mich in dieser Uniform hässlich zu fühlen. Als dann der Schulball kam, durften wir endlich tragen, was wir wollten. Ich beschloss, mein liebstes kleines schwarzes Kleid zu tragen, das meinen kurvigen Körper zur Geltung brachte. Sobald ich durch die Türen zum Ball ging, waren alle Augen auf mich gerichtet. Ich konnte nicht glauben, was für einen Unterschied mein Outfit ausmachte. Alle Jungs versuchten, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich wollte einfach nur tanzen. Es war so eine lustige Nacht, aber der nächste Tag war schrecklich. Ich kam in die Klasse und wir mussten unsere Aufsätze abgeben. Ich ging, um meinen beim Lehrer Warum abzugeben. Warum sind eigentlich alle anderen Charaktere komplett schwarz? Warum? Es sieht aus, als würden die permanent im Schatten stehen. Like, that doesn't even make sense. Und als ich zurück zu meinem Platz ging, hielt mich ein Mädchen namens Paloa auf und sagte... Alle Side-Charaktere, die nicht relevant für die Story sind, sind einfach nur so, wir sind im Hintergrund. Jemand nimmt das Eimertool und färbt einfach... Like, why? Du hattest eine Schönheitsoperation, was? Sie sagte es so laut, dass alle anfingen zu lachen. Sogar meine Freunde. Das war mir so peinlich, dass ich einfach weinend rausgerannt bin. Warum sollte sie so etwas sagen? Dass du eine Schönheits-OP hattest? Weil sie vielleicht denkt, dass du hübsch bist? I don't know. Im Überfluss bemerkte ich, als ich schließlich zu meinem Tisch zurückkam, dass jemand an meinem Kunstwerk herumgefutscht hatte. An ihrem Kunstwerk? Ich liebte es zu zeichnen, vor allem Dragon Ball-Figuren. Und ich hatte an diesem Morgen einen Goku gezeichnet. Jemand du, hat es das nennst du ein Kunstwerk, wenn du innerhalb von einer halben Stunde auf deinem Schulding eine Dragon Ball-Figur zeichnest? Wow, das. Indem er falsche Brüste gezeichnet hatte. Und darunter stand, du bist so unecht. Ich wollte ehrlich gesagt rausrennen und nie wieder zurückgehen. Die Leute waren so gemein. Plötzlich schnappte sich ein Typ namens Peter, der immer ziemlich fies Hallo, zu mir Peter. War, die Zeichnung und zerriss sie. Ich verstand nicht, wie die Leute mich so behandeln konnten. Dude, willst du deine Zeichnung von Goku mit falschen Brüsten, auf der steht, du bist so fake, willst du die behalten? Ja, bist du traurig, dass die jetzt kaputt ist? Ist das so? Der Rest meines Lebens in der Mittelstufe war so ziemlich das Gleiche. Ich fühlte mich elend und ich hoffte, dass die Highschool besser werden würde. Aber an meinem ersten Tag saß ich allein und ich hörte eine Gruppe von Mädchen über mich tuscheln. Sie waren alle sehr hübsch und beliebt und ich versuchte, sie zu ignorieren. Du bist auch einfach horrible im Freunde machen, kann das sein? Wenn du am ersten Tag da bist und du kennst noch keinen, versuch dich doch mit Leuten anzufreunden, dann mach doch nicht dein Ich kenne niemanden, ich mag niemanden, die Mädchen sind voll doof. Grrr, makes me angry, Jasmin. Ihnen kamen zu mir rüber und stellten sich an meine Seite. Ach? Ich erschrak, aber plötzlich sagte eine von ihnen... Oh mein Gott, du bist so hübsch. Oh mein Gott. Wie kommt das, dass du ganz alleine bist? Du kannst dich an unserem Tisch setzen. Danke, du let's go. Nach meiner Erfahrung in der Mittelschule war ich so froh, dass die Leute wieder nett zu mir waren. Bald fing ich an, ständig mit den hübschen Mädchen rumzuhängen. Und die Anführerin der Gruppe, Ashley, fragte mich, ob ich einen Freund hätte. Und als ich ihr sagte, dass ich keinen hätte, lachte sie und sagte, mach dir keine Sorgen, wir werden einen für dich finden. Aber ich wollte nicht, dass sie einen für mich finden. Denn je mehr ich mit ihnen abhing, desto mehr wurde mir klar, dass die Jungs, die sie mochten, totale Störenfriede waren. Störenfriede, und ich war an solchen Typen überhaupt nicht interessiert. Nach ein paar Wochen, in denen ich mit ihnen abhing, merkte ich, dass sie mir zu viel waren. Ich wollte meine Tage nicht mit Klatsch und Tratsch verbringen und von Drama umgeben sein. Das kann ich so nicht verstehen. Ich liebe Klatsch und Tratsch. Weil ich ein hübsches Mädchen war, hieß das nicht, dass ich mit den hübschen Mädchen abhängen musste. Ich musst hätte, du nicht, aber dann such dir normale Freunde. Schule gab und die Mädchen machten sich aus irgendeinem Grund über ihn lustig. Mir gefiel nicht, was sie über ihn sagten und so beschloss ich am nächsten Tag, mich vorzustellen, um zu sehen, ob er okay war. Nun, ich hatte keine Ahnung, warum die Leute sich über ihn lustig gemacht haben. Ah, Transformation. Er war so süß. Einfach umwerfend. Aber er war so schüchtern. Und so setzte ich mich einfach auf einen Tisch in seiner Nähe und starrte ihn pausenlos an. Wenn das nicht creepy ist. Schließlich nahm ich den Mut zusammen und stellte mich vor. Hi. Ich bin Jasmin, sagte ich. Schön, dich kennenzulernen. Der denkt sich immer so, oh mein Gott. Go away. Du hast mich jetzt eine Dreiviertelstunde lang beim Essen angestarrt. Dann sagt er, ich bin Chris, hi. Und danach kamen wir ins Gespräch und ich konnte nicht glauben, wie viel wir gemeinsam hatten.
Ich konnte sehen, wie jeder uns beim Plaudern anstarrte, aber es war mir egal. Chris sagte, er hätte sich Sorgen gemacht, dass niemand sein Freund sein wollte, und ich sagte ihm, dass ich es sein würde. Danach fingen wir an, jeden Tag zusammen abzuhängen, und ich verliebte mich schnell in ihn. Er war ein bisschen nerdig, aber das mochte ich an ihm. Eines Tages, einem Tag vor dem Valentinstag, fragte er mich, was meine Lieblingssüßigkeit sei. Dann, am Valentinstag, überraschte er mich mit Blumen, einer Schachtel Pralinen und einem Teddybär. Dann, ein paar Tage später, überraschte er mich wieder. Er hatte alle meine Lieblingssüßigkeiten bestellt. Skittles, Sour Patch Kids und Airheads. So glücklich, Jasmin. Das war das Romantischste, was je jemand für mich getan hatte. Und er war nicht an mir interessiert, nur weil ich... Die Bar ist hier unten. Die Bar ist so laut. Wenn jemand dir Süßigkeiten kauft und du sagst, oh mein Gott, das ist das Romantischste, was jemand für mich gemacht hat. Hübsch war. Er mochte mich tatsächlich. Wir fingen bald danach an, uns zu verabreden. Und dann bekam ich meinen ersten Kuss. Let's go! Es war irgendwie komisch, weil ich noch nie jemanden geküsst hatte. Also hatte ich keine Ahnung, was ich da tat, aber es fühlte sich gut an. Und nach einer Weile hatte ich wirklich den Dreh raus. Und jetzt sind wir total verliebt. Es ist 7 Monate her, seit wir angefangen haben, uns zu verabreden. Okay. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Leben jetzt so gut sein könnte. Wir planen sogar in der Zukunft zu heiraten. Ich war ganz piano, ja? Ganz piano, Jasmin. Du bist 7 Monate mit deinem Boy zusammen. Ihr seid in der Highschool, ja? Ich plane, den zu heiraten, ja, aha. Ich weiß, wir sind noch jung. Aber wenn man es weiß, dann weiß man es. Nein! Ah, Jasmin, es tut mir leid, aber Jasmin macht mich ärgerlich. Da, ich hab's gesagt. Naja, gut, das war's mit dieser Folge animierte Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr eine Chance möchtet, der nächste Top-Kommentar zu sein. Und dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!